Ja, bei mir Julius Düker nach dem 3:2-Sieg beim Chemnitzer FC. Julius, wie wichtig waren diese drei Tore gerade in der ersten Halbzeit für den Gesamtverlauf des Spiels? Enorm wichtig. Also da konnten wir in der zweiten Halbzeit auch noch von zehren, hat man ja gesehen. Ja, wir sind wirklich sehr gut ins Spiel reingekommen, haben die drei Tore gemacht und das, was am Ende dann über die Zeit bringen konnten, tut natürlich gut. Beschreib nochmal das dritte Tor, das war ja dein Treffer sozusagen. Wie ist das entstanden und natürlich, wie groß war die Freude? Entstanden ist es, ich glaube, Butzi war außen, hat die Flanke reingebracht, Beckus hat durchgelassen. Ich habe gerufen, dass er ihn durchlassen soll, hat er diesmal auch gemacht. Macht er auch eigentlich ungern Welle durchlassen, aber ja, hat er super gemacht. Mir den Ball überlassen, habe ich aufgedreht und ja, in die lange Ecke ist er dann reingekullert. Ja, war natürlich ein geiles Gefühl, auswärts wieder zu treffen. War auch ein wichtiges Tor natürlich und ja, freut mich natürlich, dass ich treffen konnte, klar. Abschlussfrage, jetzt spielen wir zweimal zu Hause gegen Lotte und gegen Asbach. Was könnt ihr heute mitnehmen, um in diesen beiden Partien erfolgreich zu sein? Na, allgemein haben wir gerade in der ersten Halbzeit viel abgerufen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben sehr viele Chancen kreiert, standen hinten stabil, gut, haben zwei Chancen zugelassen. Da ist ja auch der Treffer dann gefallen. Aber trotzdem haben wir es gut gemacht. Wir sind als Mannschaft gut aufgetreten, haben den Kampf angenommen, haben so ein Zwischending zwischen spielerischen Elementen, aber auch langen Bällen gesucht und auch gefunden. Und das hat uns ausgezeichnet, dass wir dann am Ende das Ergebnis über die Zeit gebracht haben. Das zeigt natürlich auch unsere Qualität, dass wir hinten auch kompakt stehen und um jeden Meter kämpfen. Und das müssen wir auf jeden Fall wieder an den Tag legen in den nächsten Spielen. Danke, Jule, gute Heimfahrt.